Meine Damen und Herren, herzlich willkommen im Stade de la Fontenette in Genf, in Carouge, der Heimat von Étoile Carouge und auch der Servette FC Chinois Frauen, ausgeliehene Gastheimat. Wir sehen heute das große Duell im Cup, die Wiederauflage des letztjährigen Finale Servette gegen St. Gallen. Servette hatte letztes Jahr im Finale im letzten Rund relativ souverän gewonnen. Mal schauen, ob St. Gallen dieses Mal mithalten kann. Sie, die ja schon den FC Zürich aus dem Cup geworfen haben im Penaltyschießen. Die waren 3:0 hinten. Aber zunächst wird Richard Voigt, der Architekt des Schweizer Frauenfußballs, Teams des, von Servette geehrt. Richard hat jede Position im Verein schon durchlebt. Er war Spieler, Trainer, Verwalter auf vielen Positionen, zum Schluss noch Präsident. Mittlerweile ist er gewechselt in die USA zu Chicago. Und ist jetzt da also der Architekt in der National Women's Soccer League. Richard Voigt, einer der Gründe, weshalb Profifußball im Frauenfußball möglich ist in der Schweiz. Das gilt es zu ehren. Gehen wir zurück zu den Aufstellungen, die ihr vorhin schon gesehen habt. St. Gallen spielt also heute mit Nadine Böhi im Tor. Dann haben wir Fiona Butliner mit Naya Glanzmann und eben wieder genesen, wieder voll fit, Jana Brunner. Und heute, 26. Geburtstag, Geburtstagskind Larina Baumann. Ihr seht hier im Hintergrund Captain Karin Bernett. Dann Franziska Gauss anstelle von Noah Scherz, die defensivere Variante. Dann der Vierfrauensturm mit Chantal Wieser, mit Eva Bachmann und dann Geraldine Ess und Jael Eberhardt, die sich abtauschen werden auf der vordersten Position. Servette muss heute auf seine Innenverteidigerinnen verzichten. Die meisten, die sie haben, deshalb Elodina Kasch vor Ines Spreider. Neben ihr ist Monika Mendisch und Anna Jelencic. Daina Burma schließt dann die Abwehr ab. Maeva Clemaron übernimmt das defensive Mittelfeld. Vor ihr dann Sandrine Moron und Laura Tufaut. Der Angriff mit Imen Saoud, Therese Simonsson und falscher Neun. Wahrscheinlich, nehmen wir an, wie schon so oft in der Liga, Paula Serrano. José Barcala trainiert die Servette-Frauen. St. Gallen wird trainiert von Marisa Wunderlin. Es geht um den Halbfinaleinzug hier in Genf. Halbfinale, schafft es Servette ins Halbfinale oder wird St. Gallen sich dahin bewegen? In circa 90 Minuten oder 120 wissen wir mehr. Anspiel für Servette in Grünau und Blau. Paula Serrano ist vorderste Frau. Servette, das sich weiterhin mit dem FC Zürich die Tabellenspitze teilt. St. Gallen ist auf dem 5. Rang. Wird sich dann wohl im Direktduell mit den Young Boys messen wollen. Die Young Boys, das Team, das wir euch dann im Anschluss zeigen, um 20 Uhr, auch live hier aus der Fontenette. IB gegen Carouge. Schiedsrichter lässt sich Zeit. Jetzt pfeift er die Partie an. Wir sind bereit mit Anna Jelencic, kroatische Nationalspielerin. Hat sich nicht ganz eingedehnt, musste jetzt nochmal nach. Und eben Elodina Kasch, marokkanische Nationalspielerin, heute also von Beginn weg zuerst.
als Innenverteidigerin. Sind wir gespannt. Das ist Jana Brunner, ehemalige Nationalspielerin der Schweiz. EM-Teilnehmerin mit der Schweiz 2017. Daina Burma ein erstes Mal gefordert im Laufduell mit Chantal Wieser. St. Galler Fangesang. Die Genfer treffen nur allmählich ein. Fühlt sich langsam aber. Inês Pereira. Wohin mit dem Ball? Die Portugiesin spaziert, als wäre sie entlang des Tejos in Lissabon. Als wäre sie im Trelo de Passe. Jetzt findet sie Daina Burma. Burma. Serrano ließ sich fallen, aber kann nicht mit ihr kombinieren. Wieder Daina Burma, die Französin. Tuffaut und Clemaron. Sehr, sehr schnell der Druck da von Bachmann. Aber jetzt Mendes mit viel Platz über rechts. Findet Simonsen. Therese Simonsen. Simonsen. Bleibt immer weiterhin im Ballbesitz. Nakash, gut der lange Ball, aber Brunner kann klären. Ja, wer unseren Podcast gehört hat am Mittwoch, da haben wir das angesprochen. St. Gallen ist eine klassische Transitionsmannschaft im Umschaltspiel. Das ist natürlich etwas, das dem Spielsystem von Servette etwas leidig werden kann. Servette wird es versuchen, sich da wahrscheinlich dann auf seine Art zu zeigen. Servette, ein Team, gerade mit der falschen 9, das sehr über Overloads arbeitet, immer wieder viele eine Überzahl auf einer Seite kreieren will, um dann mit Spielerinnen im Strafraum aufzutauchen. St. Gallen, eine Umschaltmannschaft, könnte also von diesen Momenten profitieren. Wir sind aber dann gespannt, wie es im Endeffekt aussieht. Inês Pereira hat es nicht eilig. Pereira mit Clemaron. Uiuiui, Clemaron spielt mit dem Feuer. Gut das Pressing von St. Gallen. Simonsen lässt den Ball durch. Paula Serrano erläuft sich den Ball. Monika Mendes, der Captain. Die Frau aus Portugal hat das Double mit dem FC Neunkirch geholt. Monika Mendes. Also schon zwei Cup-Titel und zwei Meistertitel nennt sie ihr eigen. In den letzten zwei Saisons waren es die Playoffs, die Servette da weitere Meistertitel raubten in einem sehr umstrittenen Finale gegen den FC Zürich in Lausanne und dann in einer sehr, sehr deutlichen Angelegenheit im Kibun Park. An dieser Stelle erinnere ich euch, ihr müsst das Spiel nicht auf eurem Handy schauen oder auf eurem Computer. Ihr könnt es auch auf eurem Fernseher schauen, in Großformat, wie es diese Frauen verdient haben. Dafür könnt ihr die YouTube-App eurer Set-Top-Boxen, egal welches Anbieters, benutzen oder die YouTube-App eures Smart-TVs. Da einfach abseits.ch eingeben. Inês Pereira hat viel Zeit. Pereira haut den Ball nach vorne. Saoud läuft aber. Brunner liest das Spiel gut. Laura Tuffaut, die immer mehr Einsatzzeit findet bei Servette.
und die vor allem im Dienste der U23-Nationalmannschaft sehr gut ausgesehen hat. Da an der Seite von Yael Aberhart, die jetzt im Strafraum ist. Aberhart wartet zu, Geraldine S., aber gut geblockt von Elodina Kasch. Ein erstes Mal hier Elodina Kasch gefragt. Franziska Gauss, die Deutsche, die Frau aus Leipzig, bringt den Ball in den Strafraum und Ines Spreider ohne Gefahr. 7 Minuten bald gespielt hier in St. Gallen. Simonsson holt sich den Ball, die Schwedin, Theresa Simonsson. Freie Bahn für Daina Burma, aber die wartet zu, findet jetzt Imen Saoud. Imen Saoud ist durch, vorbei an Batlina. Saoud noch immer ein Ballbesitz. Saoud und dann Glanzmann, die klärt. Naja, Glanzmann, die vom von den Grasshoppers kam. Vor 2 Saisons. Naja, Glanzmann. Gut gezogen, der Ball, da geht sie hoch, aber keine Chance, niemand ist wirklich dran. Monika Mendisch, Mendisch mit dem Ball, Mendisch, oh gut, lässt sie da Batlin aussteigen, jetzt der Volley, nein, Simonsson erwischt den Ball nicht und dann war das Handspiel. Clemaron reklamiert, Schiedsrichter gespannt, lässt weitermachen. St. Gallen verspielt und wir schauen uns das nochmals an. Monika Mendisch mit der und dann Clemaron. Nein, nein, kein Handspiel, sehe ich auch so. Hat der Schiedsrichter richtig entschieden. Rippe. Sah kurz so aus, aber nein. Oh, jetzt viel Platz für Theresa Simonsson. Gegen 3. Oh, schön durchgesteckt für Laura Tuffaut, die Frau aus Genf. Tuffaut spielt mit Mendisch. Laura Tuffaut, wie gesagt, im Dienste der U23-Nationalmannschaft war sie unglaublich agil. Laura Tuffaut. Ziehe ich meinen Hut. Gut gemacht, uiuiui, gelesen, aber auch sehr toll von Yael Aberhart. Muss man sagen, das machen sie gut, die St. Gallerinnen mit dem Pressing. Geraldine S. Mendisch findet Simonsson. Oh, gut gesehen von Baumann. Larina Baumann, die heute 26 wird. Geburtstagskind. Larina Baumann. Während viele von euch noch Hausaufgaben haben, die gebe ich euch jetzt auf, nämlich den Link all euren Freunden zu schicken und das Spiel dann hier live bei uns zu verfolgen. Oh, Böhi, gefährlich, wie sie da den Ball einfach in die Mitte haut. Bernett, Karin Bernett, wurde mehrfach Meisterin mit dem FC Zürich und hat auch ein paar Cup-Siege schon einfahren dürfen. Clemaron. Serrano, auch sie holte damals das Double mit dem FC Neunkirch. Und Clemaron. Französische Nationalspielerin Maëva Clemaron,
in letzter Zeit nicht mehr in den Optionen von RW Renard. Aber vielleicht ja heute. Ball in die Tiefe, aber zu steil für Monique Mendes. Sie war einst eine der Rekordnationalspielerinnen Portugals. Mittlerweile findet Francesc Iscu Neto keinen Gefallen mehr an ihr. Aber muss nicht heißen, dass ihre Nationalspielerinnenkarriere vorbei ist. Ball draußen. Ihr habt hier auf YouTube übrigens auch einen Live-Chat, den könnt ihr benutzen. Fragen stellen, Kommentare hinterlassen. Es ist immer schön, eurem Team zu zeigen, dass ihr sie anfeuert, dass ihr für sie da seid. Sie haben jeweils Freude, das da im Nach hineinzuschauen. Inês Pereira. Dachte ich zuerst, ich habe die Zeitlupe eingeschaltet, dann habe ich gemerkt, Inês Pereira ist wirklich so langsam am Juggeln, bis sie die Anspielstation findet. Servet traut sich noch nicht zu fest raus, wollen mehr über lange Bälle, über Seitenwechsel arbeiten. Während St. Gallen natürlich lauert. Das wird das Spiel St. Gallens. Kontern, kontern, kontern. Zumindest bis wir dann Noah Scherz irgendwann mal sehen werden. Wenn Noah Scherz da ist, dann wird den Servetiens nicht mehr zu scherzen zumute sein. Weil Noah Scherz dann die Kreativität bringt und als Spielmacherin wahrscheinlich dann noch etwas beitragen kann. Serrano, es hat hier die Schuhe verschlagen. Jetzt also die Möglichkeit. Der Ball kommt lang, Böhi kann nichts klären. Was geschieht jetzt? St. Gallen klärt. Gegenzug über Gauss. Aber sehr gut gemacht von Tuffaut. Jetzt kommt Clemaron, 4 gegen 4. Clemaron findet die ganz freistehende Serrano, die braucht lang, aber dann Tor! In Führung! Paula Serrano! Trifft! Paula Serrano Castano! Clemaron mit der Übersicht und dann Serrano mit dem geschwungenen Schuss. Keine Chance für Nadine Böhi im Tor. St. Gallen 1:0, Paula Serrano trifft. Serrano trifft. Selana 0 pour Servette. Paula Serrano frappe cet merveilleux ballon. Et on voit. 1-0 pour St. Gallen. Ja, das muss noch nichts heißen, meine Damen und Herren. Der FC Zürich hat 3:0 geführt und hat dann verloren. Also, St. Gallen weiß durchaus, wie man einen Tabellenführer umwerfen kann. Paula Serrano hat also getroffen.
Wieder lässt sich Servet ewig Zeit mit Jelencic und Ines Spreider. Ist Ines Spreider ein großer Avatar-Fan? Oh, schön durchgespielt. Geraldine S. mit der Chance. S. Uiuiui. Ah, es knabbert da an der, am Ausgleich. Aber kann nicht reinbeißen, Geraldine S. Oh, macht alles richtig. Und es ist Ines Spreider mit dem Fuß, die da eindeutig abwehrt. Hier, Spreider, wow, das wäre der Ausgleich gewesen. Hier kommt der Ball und Brunner kann nicht richtig zulangen. Deshalb bleibt es bei Mainz zu 0. Uiuiui, Ines Spreider mit dem Big Save. Eieiei. Es bringt das Blut in Wallung. Was für ein Spiel mit dem Feuer von Ines Spreider. Die sich für eine... feuerfeste Dame hielt. Wollte Azula sein, Ines Spreider. War aber dann mehr Topf, weil sie mit den Füßen agieren musste. Für all meine Avatar Last Airbender Fans da draußen. Fiona Butlina, Liechtensteins Spielerin des Jahres, Fußballerin des Jahres. Fiona Butlina. Diesmal nicht im Aufgebot von Liechtenstein. Für die nächsten zwei Partien. Die Liechtenstein absolvieren wird. Clemaro. Aber der Ball ist weg. Nein, Roman, Korhonen ist nicht verletzt. Sie ist einfach nicht im Aufgebot, in der Startaufstellung. Cassandra Korhonen sitzt auf der Bank. Zusammen mit Gabriel Cotura, mit Michel Schnieder, mit Spalti, mit Jonujaite, mit Marchand und Wallin. Chiara Wallin, das ist die Spielerin, auf die ich mich am meisten freue. Eigengewächs aus Genf, U19-Nationalspielerin und U17-Nationalspielerin. Chiara Wallin. Gut, der Ball in den Strafraum, aber dann ist sie da, in der Spreider. Wartet zu. Saud schlägt die Flanke. Glanzmann oder Brunner war es am Schluss. Die 5B oder 6B Abwehr St. Gallens mit Böhi, Brunner, Butlina. Bachmann sucht Wieser und gerade noch ist Daina Burma dazwischen. Ines Spreider ist die Ruhe in Person.
Portugal liegt zwar am stürmischen Atlantik, aber sie ist heute der Pazifische Ozean. Jetzt auch ein bisschen Servet-Fangesänge, leider etwas weit weg von unserem Mikrofon. Laura Tufo spielt den Zidane. Schöne Zidane-Rolle von Laura Tufo. Hoffen wir, dass sie nicht den Kopfstoß auspackt. Aber St. Gallen hat ja keinen Materazzi. Elodie Nakash nimmt ihre Rolle als Innenverteidigerin ernst. Man hätte denken können, dass Servette vielleicht sagt, okay, wir lassen Clemaron höher stehen, damit Nakash das Spiel dirigiert, aber nichts da. José Barcala hat sich entschieden, die Vorsicht walten zu lassen. Geraldine S. Oh, schön gemacht von Paula Serrano. Serrano ist durch. Gibt ab Clemaron. Ja, El Abrahard geht da hart in den Zweikampf. Egal, der Ball ist schon weiter und es muss Glanzmann klären. Baumann schafft es, den Ball nicht wegzufegen. Baumann und Bachmann zusammen, aber Saoud setzt nach. Gibt aber Abstoß für Kollegin Böhi. Nadine Böhi. Torhüterin, die mittlerweile, so scheint es klar, die Nummer 1 übernommen hat. Auch wenn Fabian Oertle die Cup-Heldin war im letzten Cup-Spiel gegen den FC Zürich. Fabian Oertle hielt einen Elfmeter oder sogar zwei und hat dann selber einen verwertet. Dennoch setzt Marisa Wunderlin heute auf Böhi. Ich denke aber, Oertle könnte angeschlagen sein, denn sie hat in den letzten zwei Spielen, glaube ich, nicht gespielt. Und für unsere Futsal-Freunde, die nächste Woche und übernächste Woche live die Futsal-Finals bei uns schauen wollen. Racing Club Lausanne hat sich gegen Luzern durchgesetzt, 3:2. Also der erste Halbfinalist steht fest, es ist Racing Club Lausanne. Chantal Wieser, die Frau aus Luzern, ausgebildet beim FC Luzern, seit letzter Saison Teil des St. Gala-Teams, aber kein Problem für Anna Jelencic. Schweizer Cup der Frauen, der AXA Women's Cup, der nur ein wahres Zuhause kennt und das ist abseits.ch. Seit 5 Jahren zeigen wir den Cup live, auch diese Saison bis und mit Halbfinale. Im Finale übernehmen dann die Kollegen vom Leutschenbach. Wie angesprochen, Fabian Oertle nicht mit von der Partie. Auf der Bank bei St. Gallen haben wir Kim Bollmann, Jasmin Colombo, Aline Christen, Katharina Risch, Noah Scherz, Fabian Dürig und Stefanie Brecht, die das Tor letzte Woche erzielt hat gegen Thun, das einzige Tor der Partie.
Was glaubt ihr, fällt der Ausgleich noch vor der Pause? Die Umfrage, die wir lanciert haben, könnt ihr hier interagieren, auch bei uns live auf YouTube. Oh, schön gespielt von Imen Saoud. Simonsson sucht da den Ball, aber Batliner klärt souverän die Frau aus dem Liechtenstein. Liechtenstein. Einwurf für Monika Mendes. Paula Serrano, aber Saoud mit dem Missverständnis. Trotzdem finden sie sich's und dann Pressing von Serrano, Abstoß für Nadine Böhi. Batliner, Glanzmann, Brunner, Baumann und Bernett, also die defensiven Spielerinnen im Verbund St. Gallens. 5B, sein G. Und jetzt Simonsson holt den Ball. Simonsson! Eieiei! Es ist Sandrine Moreau! Nicht Therese Simonsson! Sandrine Moreau! 38-fache Schweizer Nationalspielerin! Was für ein Tor! Wow, wow, wow! Sandrine Moreau nimmt den Ball, haut drauf. Böhi ist noch dran, aber der Ball landet im Tor. Sandrine Moreau trifft zum 2:0. Hier nochmals Moreau, was für ein Wumms. Pia Sundhage, schau her. Sandrine Moreau. Was für ein Treffer von Sandrine Moreau. Servette trifft zum 2:0. Dank Sandrine Moreau. Quelle frappe de Sandrine Moreau qui nous amène le 2-0 dans cette partie ici au stade de la Fontenette. Saint-Gall, il connaît déjà cette situation. Oh! Huitième de finale, ils ont joué contre Zurich. Ils étaient 3-0. Ils sont inclinés 3-0 vers la pause, mais puis ils ont gagné dans le penalty. Hein. Ça veut dire qu'il n'est pas toujours décidé. Ah, Géraldine S. wollte da den Ball halten, aber gut geklärt von der Genfer Defensive. Sandrine Moreau spielt mit Daina Burma. Ich schaue links, ich schaue rechts, noch keine Spielerinnen, die sich warm machen. Also Marisa Wunderlin hält am Spielplan fest. Schaut sich da ihre Notizen an. Ja, beide Tore von Servette waren nicht zwingend, muss man so sagen. Und doch hat St. Gallen Mühe, die Breite zu verteidigen. Dies, obwohl sie im heimischen Espenmoos eigentlich ein breites Feld haben. Also die Feldgröße sollte kein Problem für St. Gallen darstellen, hier im Stade de la Fontenette. Aber dennoch haben sie zweimal Mühe gehabt. Moreau, nochmals Simonsson, aber auf dem falschen Fuß erwischt. Daina Burma, wieder sieht man sehr viel Platz über links. Das will Servette. Servette will diese Overloads. José Barcala spielt spanischen Fußball. Oh, gut, der Ball. Serrano, Serrano. Glanzmann geht in den Zweikampf und Brunner klärt dann. Aber nur bis zu Clemaron. Imen Saoud. Wann sehen wir die Marokkanerin zaubern heute, Imen Saoud? Die Frau, die von Basel kam, einst französische U19-Nationalspielerin, entschied sich dann für Marokko, wurde Vize-Afrikameisterin, war dann überraschend nicht im Aufgebot für die WM 2023. Imen Saoud, wenn man sich
die offensiven Leistungen Marokkos anschaut, dann wahrscheinlich zu leiden Marokkos. Jelencic zu Elodie Nakash. Sie ist Captain des marokkanischen Nationalteams. Oh, schön gespielt, aber Saoud steht im Abseits und Abseits. Das ist das, was ihr seht, das, was ihr hört. Vergesst nicht, uns zu abonnieren hier auf YouTube, aber auch auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook, auf Soundcloud und auf Spotify. Wir sind das einzig wahre Zuhause des Schweizer Frauenfußballs. Wir haben Live-Spiele, Analysen in unserem Podcast, alle Resultate, alles, Interviews, alles, was ihr euch wünscht. Ball in die Tiefe. Oh, gut gespielt, aber da faul abgepfiffen. Es bleibt eine Genferin liegen. Wer ist es? Es ist Jelencic. Es war Jelencic, steht aber schon wieder. Servet hat auch keine Frau zum Aufwärmen geschickt. Spalti wäre wohl der direkte Ersatz für Jelencic. Was ist mit Laura Felber? Heute nicht im Aufgebot, Laura Felber. Habe ich nicht vernommen, weshalb. Clemaron zu Jelencic. Sehr gut gespielt. Sehr, sehr gut von Clemaron. Immens Saoud. Hätte 4 Anspielstationen, entscheidet sich für geradeaus. Moron leitet weiter. Nicht Clemaron, sondern Serrano, aber zu lange für Therese Simonsen. Nadine Böhi. Leuchtgelb, leuchtgrün, Leuchtstift gelb, grünlich, Gilet jaune, schon fast die Farbe, die Böhi trägt im Vergleich zu Ines Spreiler, die ganz gelb trägt. Das ist das klassische, wärmere Gelb. Uiuiui, etwas kurz der Ball von Jelencic. Da hatte es gelauert. Aber bevor sie zubeißen konnte. Oi, zu lang der Ball. Hatte Larina Baumann sie Hoffnungen auf ein Geburtstagsgeschenk gemacht. So weit da vorne. Larina Baumann. Oh, gut. Eva Bachmann kommt in den Strafraum. Aber geklärt von Paula Serrano. Nicht Paula Serrano, Elodie Nakash und Paula Serrano nahm dann den Ball an. So ist es dann richtig. Gut gemacht von den Genferinnen, klären den Ball schnell. Monika Mendes-Preira, aber mit dem schwachen Fuß haut den Ball auf die Trainerbank. Barcala ist das egal, Hauptsache weg. Die Sonne grüßt hier mittlerweile richtig vom Himmel. Sie, die sie sich vorhin hatte versteckt hinter den nebligen Wolken. Mittlerweile aber
Etwas Sonnenschein, etwas Wärme für die Spielerinnen auf dem Platz. Auf der Tribüne ist es noch etwas kalt. Noch 10 Minuten zu spielen, regulär in dieser ersten Halbzeit. Servette hat genau das, was sie wollten. Sie führen komfortabel mit 2:0. Außer der Glanzparade von Ines Pereira einmal mit dem Fuß war nicht weiter nötig. Kein weiterer Eingriff nötig. Pereira. Eieiei. Hier gut gemacht. Nakash sucht die Mitspielerinnen in der Tiefe. Brunner hat keine Angst vor dem Angriff von Saud. Ah, das Zwielicht. Und jetzt dann der Abschluss. Uiuiui. Laura Tuffaut, da wollte sie zu viel. Laura Tuffaut mit diesem Abschluss. Oh, jetzt aber gut gemacht von Paula Serrano. Den Ball zurückerobert. Überzahl für Servette. Der Abschluss. Und wieder ist die Latte da. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Was für ein Ball von Sandrine Moron. Moron haut drauf. Trifft aber nur die Latte. Das hat sie geübt, Sandrine Moron, sieht man gut. Sie, die schon das Siegestor geschossen, Siegestor, ja doch, das Siegestor geschossen hatte gegen Rapperswil. Eieiei, Sandrine Moron. Saud, trocken gespielt in den 5-Meter-Raum, da ist nur Nadine Böhi. Die Lichtsituation hat sich dank der Sonne etwas verändert. Deshalb habt ihr ein leicht überbelichtetes Bild. Schade eigentlich. Aber das können wir jetzt auch gerade nicht umschalten. Haben leider keinen technischen Regisseur. Stimmt, Roman Gubler hier. Er sagt, Korhonen sollte in der Pause kommen. Sie ist um einiges schneller als Simonsen. Das ist wahr. Simonsen eher eine positionelle 9. Korhonen natürlich mehr ein Flügel. Schneller ist sie sicherlich. Das ist ein Fakt. Die Frage ist, wer dem Spiel von Servette im Moment dann mehr hinzufügen kann. Bislang auf beiden Seiten keine Spielerinnen an sich aufwärmen. Ah, da am Flügel. Nicht viel zu holen für Fiona Bartlena. Nein, für Franziska Gauss, Entschuldigung, die da von der Mitte raus ausbrach an den rechten Flügel. Ines Pereira, die Ruhe in Person, hat's nicht eilig, Ines Pereira. Erinnert an das Faultier in Zootopia. Gut gemacht von Imen Saud, die da den Ball erobert gegen Larina Baumann. Baurma sofort sucht die Saud. Saud! Oh! Hätte sie da den Fuß nehmen können, Imen Saud? Ich weiß nicht. Sehr gut gemacht hier von Daina Burma, die sofort die Mitspielerin sucht. Perfekt, der Ball. Und Saud hat eigentlich Zeit, könnte den Ball mit dem Fuß annehmen. Aber probiert es per Kopf und so bleibt es beim 2:0. Laura Tuffaut, aber gut gemacht von Franziska Gauss. Nadine Böhi sucht und findet Jana Brunner. Jahrelang bei Basel unter Vertrag. Hatte dann eigentlich das Karrierenende schon fast. Aber hat sich dann bei St. Gallen nochmal entschieden, in die Vollen zu steigen. Jana Brunner war ja für Martina Voss-Tecklenburg die Nummer 1 der Abwehrspielerinnen.
zusammen mit Carolina B. Hätte auch unter Nils Nielsen und unter Inka Grings sicherlich dann da die Rolle der Abwehrchefin übernommen. Und wenn sie Lust hat, darf sie auch immer noch unter Pia Sundhage diese Rolle übernehmen. Bin ich sicher, dass keiner der Trainer was dagegen hat, Jana Brunner wieder einzugliedern. Anna Jelencic. Sehr schön von Jelencic. Sucht und findet die Mensa Saud. Saud wollte da das 1 gegen 1 und verliert dann das Duell mit Chantal Wieser. Nein, mit Jana Brunner. Wow, Brunner so weit außen. Und jetzt holt sie sich den Ball zurück. Deiner Burma, Burma, Burma steckt durch. Für Simonsen. Simonsen im Strafraum, aber da ist niemand am zweiten Pfosten. Da waren sie zu weit weg. Monika Mendes und Laura Tufaut. Nakash hat viel Platz. So entscheidet sich da noch kurz Geraldine S. alt aussehen zu lassen. Aber hat sich wehgetan bei dieser Aktion. Elodie Nakash. Oh, oh, oh. Nakash geht zu Boden. Was war denn da? Hat sich wahrscheinlich einen Schlag in den Magen geholt. Wahrscheinlich bei dieser Drehung irgendwas in der Bauchdecke da verdreht. Monika Mendes wird auch gepflegt hier am Spielfeldrand. Hat irgendwas im Auge. Und Nakash, er hat da irgendwie die Rippen. Angeknackst. Servette. Assistent. Nein, das ist der Servette-Arzt, Entschuldigung. Ich dachte, das wäre Jeremy Fauporé, der Assistent, der da hilft, aber nein, es ist der Physiotherapeut. Bald ist Pause. Wieder in der Spreider mit der Ruhe der Welt. Monika Mendes. Imen Saud. Mit Mendes. Oh, schöner Touch von Mendes. Wollte durchbrechen. Tufaut wieder über links sehr viel Platz. Laura Tufaut spielte da zu Burma, die aber dann geblockt wird. Und Moron, die einspringt auf der Position der linken Außenverteidigerin, Elodie Nakash. Nakash findet Imen Saud. Saud geht auf kleine Entdeckungstour mit dem Ball, sucht dann Tufaut. Tufaut vorbei am Bachmann, 3 gegen 3. Laura Tufaut spielt ab zu Saud über rechts. Saud geht an die Grundlinie. Saud, uiuiui, zu scharf. Da kommt Moron nicht mehr ran mit dem Kopf. Und Gauss klärt aber nicht weit, nur bis zu Serrano. Wir gehen in die Nachspielzeit. Und der Ball kommt in den Strafraum, aber nicht gefährlich. Monika Mendes. Schön raus mit dem Ball zu Kollegin Serrano. Ball kommt nicht an. Ja, St. Gallen hatte seine beste Phase nach dem ersten Tor. Servette
ein starkes Pressing, hatte da die eine große Chance von Geraldine S. Seither lässt Servette auch nicht zu, dass das Umschaltspiel sie verletzt. Ist dementsprechend dann auch Herr über die Partie. Das muss St. Gallen anders lösen, muss sich Marisa Wunderslin anders überlegen. Dafür hat sie jetzt 15 Minuten Pause, Zeit zur Pause. Wir sind kurz weg, kommen dann in circa 10 Minuten für euch wieder zurück. Bis gleich. Auront le plaisir de se prêter au jeu de la séance de
Wir sind zurück im Stade de la Fontenette. Noah Scherz kommt in die Partie, wie von mir prophezeit. Ich hatte auch gesehen, dass Stefanie Brecht sich ihrer Jacke entledigt hat, hatte wahrscheinlich aber nur heiß. Noah Scherz kommt also, er setzt Franzig aus. Und mit Noah Scherz kommt er zu Basa Osora des Schweizer Fußballs. Die talentierteste, eine der talentiertesten Spielerinnen, die es gibt. Noah Scherz kommt also für Franzig aus. Und los geht's. Scherz für Gauss. Servette ist noch zufrieden. Geraldines. Es probiert. Die Latte. Eieiei. Typho lässt sich von Scherz den Ball abknüpfen und dann geht es schnell. Es vorbei an Jelencic und probiert es mit links und trifft die Latte. Geraldines. Also St. Gallen erpicht, dasselbe zu machen wie gegen den FC Zürich, nämlich zu gewinnen. Ich hatte eine Fragerunde gestartet hier für die, die erst jetzt wieder zuschalten. Also wenn ihr Fragen habt, könnt ihr sie jetzt hier stellen. Gut, der Ball in die Tiefe. Gesucht und gefunden wird Simonsen. Düster vorbei an Batliner. An Baumann, Entschuldigung. Brunner und Baumann ist es dann geklärt. Jetzt war ich kurz verwirrt, ab den vielen Bs. Der Ball im Mittelfeld. Moron lässt ihn sich abknüpfen. Geraldines. Wieser. Eberhard verlängert. Es. Schön gespielt. Bachmann im Strafraum. Bachmann probiert es direkt. In die Spreide und ein Tor! St. Gallen trifft. Der Ausgleich. Es ist Geraldines. Sie stellen sich dumm an, die Frauen von Servette. Ei, ei, ei. Geraldines trifft. Und schauen wir uns hier das an. Preda hält und dann Jelencic schießt Preda an. Und so kann Geraldines stechen mit dem Fuß. Hier, Preda hält vor Kollegin. Bachmann und dann Jelencic, die sich da verspielt. Es steht 2 zu 1. Und jetzt im Gegenzug Servette, aber nein, der Ball zu lange. Uiuiui, ist St. Gallen wieder im Rennen.
Und jetzt Serrano, aber ohne Gefahr. Der Ball bei Daina Burma, aber gut geklärt. Saud macht Druck, Batliner will Foul. Und Nadine Böhi hat alle Zeit der Welt. Sandrine Moran spielt raus zu Kollegin Saud im Strafraum. Clemaron, es eilt herbei und Glanzmann klärt mit dem Kopf. Und wieder Simonsson und Baumann ist es, die den Ball wegflattert. Bachmann mit Scherz, wieder Bachmann. Guter Einsatz von Tüfaut. Tüfaut findet Serrano. Serrano gut geblockt von Eva Bachmann. Ja, Geraldine S. hat die Partie neu lanciert. Jetzt steht es 2:1. Servette, das in Führung ging mit dem Treffer von Paula Serrano. Sandrine Moron hatte nachgedoppelt. Und mittlerweile also S. mit dem Ausgleich. Saud, aber weit am Tor vorbei. Und wenn ihr euren Freunden noch nicht gesagt habt, dass ihr jetzt zuschalten solltet, dann müsst ihr es jetzt noch machen, Link kopieren, ihnen allen zuschicken. Das Spiel, das verspricht vieles. Das verspricht noch viel Action. Geraldine S. mit dem Foul. Gut gesehen vom Schiedsrichter. St. Gallen Top-Fan sagt hier, sie hätten den Ball mit den Ball gespielt, aber sie hat den Ball noch nicht mal berührt. Geraldine S., das war ein klares Foul. Clemaron. Serrano. Gut, Clemaron bricht durch die Reihen, findet rechts. Monika Mendes, perfekt die Flanke von Mendes. Saud wartet zu, aber Schiedsrichter pfeift ab. Ja, da musste man natürlich nicht pfeifen. Chantal Fiona Batliner, sehr clever, lässt sich fallen ab dem kleinen Hüftrempler von Serrano. War aber eigentlich nichts. Dennoch St. Gallen mit Noah Scherz, also zurück in der Partie. Man muss aber auch sagen, dank eines Fehlers von Anna Jelencic. Und wir hätten uns schon erhofft, dass ca. 200-300 Zuschauer heute noch zuschalten. Wo sind unsere St. Galler? Ladenöffnungszeiten in St. Gallen sind ja liberal. Ja,
Aber vor 17 Uhr werden wir auch fertig sein. Trainer Burma spielt mit Saud. Butlin hat es gut gelesen, aber Saud will mehr. Saud bricht durch und Böhi klärt Nadim Böhi. Steckt den Ball ein. Dann etwas zu schnell die Spielauslösung. Hier Saud, während St. Gallen schon wieder kontert, umschaltet. Aber gut gelesen jetzt von Jelencic. Jana Jelencic hat da den Ball gegen Ines Spreider geschossen. Hätte ihn lieber sein lassen oder halt wirklich aus dem Spiel befördern müssen. So hat sie Geraldine S. die Möglichkeit gegeben, auszugleichen. Monika Mendes ist nicht zufrieden. Nakash. Das Spiel, es plätschert im Moment gerade ein bisschen vor sich hin. Und jetzt, oioioi! Fast wäre hier der Ausgleich gefallen. Was war denn hier los? War ich kurz unaufmerksam? Einwurf, schnell gespielt, Noah Scherz. Und dann der Abschluss von Geraldine S. Und hier nochmals Gefahr. Also Geraldine S. will es wissen. Ich weiß nicht, warum hier gerade das ein bisschen stockt. Uiuiui. Schön der Ball in die Tiefe. Serrano wird gesucht. Gefunden wird aber Böhi. Böhi aber dann wieder zu überhastet. Nadim Böhi, das sind eben diese kleinen Fehler, die ich sage. Die man immer wieder bei ihr sieht, leider. Saud mit der Flanke aber ins Außennetz. Keine Gefahr für Nadim Böhi. Thank you.
Geraldines. Er ist mit dem Ball. Wartet lange zu, findet jetzt Wieser und Ines Spreider. Wichtig, dass sie da raushält. Ines Spreider. Hier Geraldines wartet etwas zu lange zu. Dann bringt sie aber den Pass gut. Zwar schon an der Grenze zum Abseits, aber Ines Spreider hat alles im Griff. Elodie Nakash macht eine unglaublich gute Falle als Innenverteidigerin. Und wir haben hier noch eine halbe Stunde zu spielen. Publikum sagt bislang, ja, es wird noch der Ausgleich fallen. In unserer Umfrage hier im Live-Chat. Daina Burma. Burma, Burma im Strafraum findet Simonsen. Simonsen zurück zu Burma. Nein, Glanzmann ist dazwischen. Naja, Glanzmann. Und Laura Tufaut hält das Spiel hoch. St. Gala-Fans hier sind nicht zufrieden mit der Entscheidung. Einwurf für Daina Burma. Ein kurzer Blick an die Seitenlinien. Cassandra Korhonen macht sich warm. Auf der anderen Seite Stefanie Brecht und Aline Christen. Und hier haben wir Chantal Wieser, die versucht zu kontern. Schiedsrichter pfeift aber ab. Foul von Karin Bennett. Oder doch nicht? Naja, Glanzmann. Foul an Karin Bennett. Das hat er gepfiffen. Glanzmann zu Böhi, Nadine Böhi. Und jetzt auf der anderen Seite mit Jana Brunner. Rückt weiter auf. Baumann und Bachmann machen das schön. Scherz. Wunderbar der Ball in den Lauf von Baumann. Jetzt die Chance für Aberhard. Jelencic. Klärt Anna Jelencic. Jael Aberhard hat da gelauert im Rücken von Jelencic. Ball kommt und in die Spreider, ohne Gefahr. Hier die Ecke von Jael Aberhard. Und in die Spreider steigt hoch. Korhonen. Aber Bachmann holt sich den Ball. Konter, Bachmann zu Esser, aber super gelesen von Laura Tufaut. Die zwei, die zusammen in der U23-Nationalmannschaft spielen. Und jetzt die Spieleröffnung von Moran, zu steil für Imen Saoud. Joana Marchand wird der erste Wechsel sein. Die Portugiesin kommt. Auf der anderen Seite macht sich Stefanie Brecht bereit. Eieiei. Nakash wird da noch runtergerissen von Jael Aberhard. Gelb für Aberhard. Unnötig dieses Foul. Und Joana Marchand kommt. Wen wird sie ersetzen, die Portugiesin? Marchand kommt für Monika Mendes. Das ist überraschend. Joana Marchand für Monika Mendes. Also der portugiesische Wechsel. Captain Mendes geht. Und Joana Marchand kommt. Auf der anderen Seite. Hier jetzt also der Wechsel
Monika Mendes geht aus dem Spiel. Und Joanna Machon kommt. Auf der anderen Seite Doppelwechsel. Wir haben Wieser und Batlina, die vom Platz gehen. Neu im Spiel also Colombo und Dürig. Wunderlin verstärkt das Mittelfeld und die Verteidigung. Dürig und Colombo kommen für Wieser und Batlina. Gerade Wieser war etwas unauffällig geblieben. Dürig also. Die letztjährige Topscorerin der U19, eine der Topscorerinnen, soll also jetzt hier aushelfen. Als Flügelstürmerin und Jasmin Colombo soll auch ihren Beitrag leisten. Mehr Geschwindigkeit, mehr Tiefe soll sie bieten als Fiona Batlina. Mal schauen, ob das Rezept ist, das Marisa Wunderlin fahren kann. Auf der anderen Seite ist Joanna Marchand gekommen, übernimmt die linke Außenverteidigerinnenposition und Daina Burma rutscht nach rechts. Langer Ball für Teresa Simonsen. Simonsen gegen Colombo, ein erstes Mal. Simonsen ist vorbei. Simonsen im Strafraum. Die Flanke kommt und Larina Baumann klärt das Geburtstagskind. Ball kommt aber nur bis zu Maeva Clemaron. Clemaron muss sich wegdrehen von Noah Scherz. Spielt mit Burma und der Ball kommt steil, aber zu steil für Serrano und Tufaut. Beide nicht die größten Spielerinnen. Chiara Valin und Cassandra Korhonen und Rimante Jonužaitė machen sich bereit. Das Wunderkind aus Litauen. Nakash. Burma und Saud. Oh oh. St. Gallen hat den Ball zurückerobert. Bachmann sucht und findet es. Es gut die Flanke und Nakash gerade noch dazwischen. Dann klärt Ines Spreider. Ines Spreider. Über links soll mit Joanna Marchand mehr Tiefe kommen, mehr Tiefe vorherrschen. Werden wir sehen, ob Servette das kann. Noch 23 reguläre Spielminuten müssten sie die Führung halten. Dann wären sie im Halbfinale, die Servettien. Der lange Ball von Elodino Cash. Paula Serrano läuft. Uiui, Fehler von Glanzmann. Serrano geht da aber dann nur an den Körper der Gegnerin anstelle des Balles. Naja, Glanzmann hat das an sich abprallen lassen. Den kleinen Fehler da, das kleine eine Ungenauigkeit. Jelencic, oioioi, spielt mit dem Feuer und Fabian Dürig presst. Joanna Marchand. Das Stade de la Fontenette, ein sehr, sehr schönes Lokal. Aber der Schatten ist sehr, sehr dunkel. Die Sonne ist sehr, sehr hell hier. Joanna Marchand. Ein eher älterer Kunstrasen hier im Stade de la Fontenette. Wird sehr oft gebraucht hier in Carouge. Sämtliche Lokalteams dürfen hier spielen. Langer Ball von Breider, verlängert von Tufaut und dann Serrano und dann Simonsen, die da den Ball nicht aufs Tor bringt. Gut abgewehrt von St. Gallen. Auch jetzt Colombo dazwischen. Immens Saud. Aber Geraldine ist dazwischen. Jetzt Saud mit etwas Platz sucht Moron.
Hätte auch selber schießen dürfen, Imen Saoud. Suchte Sandrine Moron, der Ball kam dann nicht an. Burma. Tuffaut. Raus zu Sandrine Moron. Nein, zu Clermaron. Clermaron, das ist Moron und das ist Böhi. Nadine Böhi klärt. St. Gala Fan-Gesänge für uns hier. Für euch zu Hause vor allem. Und ich erinnere, ihr müsst das Spiel nicht auf eurem Handy schauen oder auf eurem Computer. Ihr könnt es auch auf dem Fernseher schauen, in Großformat, wie es diese Spielerinnen verdient haben. Ja, dafür könnt ihr die YouTube-App auf euren Set-Top-Boxen, sei es von Swisscom, Salt, Green, Sunrise und so weiter benutzen. Oder ihr könnt die YouTube-App auf eurem Smart-TV benutzen. Da einfach abseits.ch eingeben und dann auf den Livestream gehen. Schön der Ball in die Tiefe. Laura Tuffaut, aber gut gemacht von Jana Brunner. St. Gallen jetzt souverän in der Abwehr. Servet wird gefährlicher und lässt sie aber noch nicht kontern. Und das ist das Wichtigste. Therese Simonsen versucht noch weiter dem Spiel ihren Stempel aufzudrücken. Simonsen bislang noch nicht erfolgreich. Ein Wurf für Servet. Und die Kollegen der Futsal Club Lions haben es auch ins Halbfinale geschafft. Für unsere Futsal-Fans. Racing Club Lausanne und die Futsal Club Lions sind also mittlerweile im Halbfinale der Swiss Futsal Women's League. Schuss von Joanna Marchand, aber ohne Gefahr für Nadine Böhi. Marchand entwischt da Nadine, Noah Scherz, der Ball noch abgefälscht und so dann entschärft. Joanna Marchand mit Kraft. Langer Ball, Jelencic. Heute leider mit zwei, drei Flüchtigkeitsfehlern aller Jelencic. Dörig spielt zurück zu Colombo, aber findet sie nicht. Ja, welchen Karnickel kann sich Marisa Wunderlin für die verbleibenden 20 Minuten aus dem Zylinder ziehen? Was wird die Geheimwaffe? Wir sehen, eine Spielerin macht sich bereit. Ich kann sie gerade noch nicht erkennen hier aus diesem Winkel. Servet wartet noch zu mit dem nächsten Wechsel. Es ist Katharina Risch, die in die Partie kommen wird. Wahrscheinlich für Yael Eberhardt. Joanna Marchand aber zunächst mit Simonsen. Simonsen bricht in die Mitte. Tuffaut holt sich den Ball. Dörig. Noah Scherz wäre anspielbar. Dörig probiert es alleine. Scheitert. Burma hat den Ball. Katharina Risch ist bereit, um reinzukommen. Aber zunächst haben wir Imen Saoud. Saoud zieht in die Mitte. Chance für Simonsen aus dem Rückhalt. Simonsen geblockt von Jasmin Colombo. Wieder Ball in die Tiefe. Und dieses Mal ist es Joanna Marchand. Jelencic, Marchand.
Elodie Nakash. Die letzte Viertelstunde des Spieles bahnt sich an. Katharina Risch kommt ins Spiel. Wen wird sie ersetzen? Ich nehme an, Jael Eberhardt, vielleicht aber auch Geraldine S. Gut gemacht von Saoud, geht aber dann ins Sandwich zwischen Brunner und Scherz und lässt sich da den Ball wegnehmen. Nehmen Saoud. Und jetzt also Unterbruch, wäre die Möglichkeit für einen Wechsel, aber Wunderlin wartet noch zu. Risch steht schon lange bereit. Servette bekommt einen Eckball. Also in der Defensivsituation will Wunderlin nicht wechseln, versteht man. Ecke steht an. Kurz gespielt. Saoud. Serrano, Saoud. Wann kommt der Schuss, Serrano? Serrano probiert es. Ein kleines Aufeinandertreffen von mehreren Missverständnissen. Serrano dann mit dem Abschluss. Aber der Ball. Ja, das ist Geraldine S., die vom Spiel geht. Also die Torschützin geht. Geraldine S., ich hätte gefühlt jetzt eher Jael Eberhardt durch Katharina Risch ersetzt. Aber Marisa Wunderlin will wahrscheinlich das Tempo von Risch aus dieser Zehnerposition sehen. Und das wird natürlich dann den Servettien zum Verhängnis. Risch und Eberhardt, die schnellere Variante als S und Risch. Burma, Medjelencic, Joana Marchand. Joana Marchand. Sandrine Moron. Ah, gut von Glanzmann, wie sie da Serrano hindert, den Ball durchzuspielen. Tuffaut muss den Ball halten. Laura Tuffaut findet dann Mitspielerin Nakash. Nakash spielt raus zu Imen Saoud, aber Jana Brunner klärt, hat die Übersicht. Jetzt Fehlpass von Baumann, der Ball in den Füßen von Moron. Die spielt aber zurück zu Jelencic. Noch 12 Minuten regulär hier. Joana Marchand sucht und findet Simonsen am linken Flügel. Simonsen dribbelt Colombo aus, die Flanke. Clemaron aus dem Rückhalt, aber Scherz ist dazwischen. Wieder Scherz dazwischen. Clemaron hält den Ball, findet Taina Burma. Die ist im Strafraum. Burma kann mit links abziehen. Nein, wartet zu und deshalb zu kompliziert. Dann aus dem Rückhalt. Sandrine Moron haut drauf. Sandrine Moron. Aber der Ball geht am Tor vorbei. Spiel wird rauer. Und wir schauen uns hier nochmals den Ball von Sandrine Moron an. Sandrine Moron haut drauf. Hat nicht viel gefehlt. Jael Eberhardt. Nein, Larina Baumann war es, der den Einwurf gemacht hat. Katharina Risch wurde gesucht. Und jetzt die Chance. Bernett trifft die Latte. Uiuiui, Glück für Ines Breider. Karin Bernett probiert es aus 16 Metern.
vielleicht 22 mit dem Winkel. Und Dine Spreider macht sich da lang, aber der Ball trifft nur die Oberkante der Latte. Spreider haut nach vorne. Noch 10 Minuten zu spielen in diesem Spiel. Chance für Dürig. Steckt durch, zu steil für Eberhard. Schade. Colombo. Dürig gegen zwei. Dürig ist durch. Dürig. Findet Eberhard. Eberhard ist durch. Eberhard mit links. Und für einmal ist es eben nicht gut, dass der Ball lang und länger wird. Der Schlenzer von Eberhard wird länger und beult sich da vom Tor weg. Dreht sich in Richtung des Außenpfostens. Schade. Das wäre es gewesen. Den Ausgleich. Servet spielt weiterhin mit dem Feuer. Klemmeron. Jelencic. Glanzmann ist dazwischen. Scherz gegen Klemmeron. Klemmeron holt sich den Ball. Dürig macht Druck. Eberhard. Marchand scheitert. Und Risch probiert. Kann man machen. Katharina Risch probiert direkt. Hätte da vielleicht den Ball auch noch nach links mitnehmen können. Aber sie hat die Chance gewittert und genutzt. Katharina Risch. Und Dine Spreider haut den Ball nach vorne. Dine Spreider sollte es zum Penaltyschießen kommen. Eine der Schützinnen von Servet. Noah Scherz wieder mal mit Magie. Larina Baumann. Jetzt muss St. Gallen das Spiel machen. Keine Umschaltmomente. Sie müssen den Ball führen. Denn nur wenn sie den Ball am Fuß haben, können sie kontrollieren, ob sie eine Chance kreieren können. Konterspiel ist größtenteils vorbei. Pass in die Tiefe für Risch, aber der Ball kommt nicht an. Glanzmann hochstehend holt sie sich den Ball. Serrano krallt ihn sich zurück. Clemaron bleibt im Ballbesitz. Findet jetzt die Mann Saoud. Saoud gegen Brunner macht das gut. Imen Saoud hat sich nicht mit Jana Brunner bei dem FC Basel gekreuzt. Jana Brunner war ja lange Captain des FC Basels. Die Medizinerin. Foul. Ja, Joanna Marchand bekommt einen Freistoß. Wunderlin sagt, dass sie das weniger sieht. Bacarla hat das Gefühl doch. Das ist also auch das Gespräch zwischen den Trainern für euch. Marchand, circa 30 Meter, etwas weit für einen Torschuss für Joanna Marchand. Die Flanke, uiuiui. Ja, der Zupfer an Paula Serrano. Serrano will ein Penalty. Wir schauen nach. Zu wenig für ein Penalty. 84 Minuten gespielt. Vergesst nicht, dass wir heute ab 20 Uhr auch noch das Spiel Young Boys gegen Etoile Carouge zeigen. Aber St. Gallen ist hier noch im Rennen. Wechsel. Cassandra Korhonen kommt also für Landesfrau Simonsen. Therese Simonsen geht vom Platz, Cassandra Korhonen kommt, wie es unser Freund hier, Gubler, Roman Gubler, schon prophezeit hatte. Cassandra Korhonen also, der Wechsel
für Servette. Gut gespielt, der Ecke Nakash. Und Noah Scherz liest das Spiel und hindert Elodie Nakash am 3:1. Clever gemacht von Laura Tuffaut. Suchte da Elodie Nakash, aber Noah Scherz eilt raus und blockt. Die letzten 5 Minuten der regulären Spielzeit mit Servette im Angriff. Die Flanke kommt, Ibn Saoud Volley übers Tor. Stark die Flanke von Serrano Volley von Saoud, auch nicht von schlechten Eltern, aber übers Tor. St. Gallen, können sie die Kraft nochmals aufbringen für den Ausgleich? Noah Scherz, Eva Bachmann, Larina Baumann in die Füße von Daina Burma. Iman Saoud. Doch, nein, Daina Burma. Elodie Nakash. Und das ist die Nespray, der portugiesische Nationaltorhüterin. Spielt nicht immer. Der portugiesische Nationaltrainer Francisco Neto selber ein Torhüterinnen-Trainer, selber Torhüter, hat sich für ein Wechselmodell entschieden und das dann unnötig von Katharina Risch. Ein Verzweiflungsschuss, schon fast ohne Gefahr. Ines Freira hält den Ball. Ines Freira. Larina Baumann klärt, aber die Uhr, sie läuft und die Klebshydra bestraft die Frauen aus St. Gallen, die Glaralus-Städterinnen, die hoffen würden, sie könnten den Sand zu Glas werden lassen, einfrieren in dieser Sanduhr, aber nein, die Zeit, sie läuft für Servette. Für die Grenat, für das Team von José Barcala. Gibt es noch mal Wechsel? St. Gallen könnte noch einmal wechseln, Servette könnte noch einmal wechseln. Beziehungsweise St. Gallen könnte noch 2 Spielerinnen bringen. Servette könnte noch 3 Spielerinnen bringen. In der Verlängerung hätte jedes Team noch mal eine Auswechslung mehr zugute. Cassandra Corjonan und gut gemacht von Karin Bernett. Geht da in die Grätsche. Holt den Ball, Iman Saoud. Schleicht sich an die Eckfahne. Die Marokkanerin Iman Saoud. Ja, kommen wir schon zur Pause? Oder wird es nochmals in die Verlängerung gehen? Saoud, Burma lauert dafür eine kurze Ecke. Am zweiten Pfosten wäre Corjonan. Servette riskiert nichts. Saoud bringt den Ball in den Strafraum. Glanzmann klärt. Katharina Risch. Eva Bachmann, meine ich. Moron holt sich den Ball zurück. Noah Scherz hat was dagegen. Foul von Burma. Schiedsrichter lässt weitergehen. Und jetzt ärgerlich für St. Gallen. Corjonan. Hätte man vorhin pfeifen müssen, das Foul an Noah Scherz. Und die gelbe Karte, die taktische, hätte man auch geben müssen. An die Adresse von Kollegin Burma. Aber wir sind in der 90. Minute. Daina Burma hat den Eckball. Und wie lange wird der Schiedsrichter da nachspielen lassen? Lange wahrscheinlich nicht. Es gab nicht viele Unterbrüche. Ist das die Art, wie St. Gallen aus dem Cup ausscheidet, nachdem sie Zürich mirakulös aus dem Wettbewerb geschmissen hatten? Zieht Servette so als erstes Team in
die Halbfinals, die Flanke kommt, geklärt von Eva Bachmann. Laura Tuffaut hält den Ball. Tuffaut. Saoud sucht Korhonen, Korhonen legt quer, Glanzmann klärt, wir sind in der Verlängerung, in der Nachspielzeit. 5 Minuten, wow, 5 Minuten finde ich jetzt etwas viel. Noch hier. Burma und Serrano wollen gar nicht mehr ausspielen. Dörig holt sich den Ball, gibt aber nur einen Einwurf für die Grenat. Also Servette hat genug vom Spiel, das signalisieren sie mit dieser Eckfahne, Eckball-Einlage. St. Gallen hat noch 4 Minuten, um zu kontern. Einwurf kommt, Noah Scherz holt sich den Ball, findet Jasmin Colombo. Colombo wartet zu, Scherz muss drehen. St. Gallen hat nicht schnell geschaltet. Und deshalb, Burma tut sich weh, ist aber draußen. Foul von Jelencic. Schiedsrichter lässt weiter spielen. Burma rollt sich zurück ins Feld, das ist die ganze Cleverness von Daina Burma. Ei, ei, ei. Daina Burma. Kriminell schon fast, wie sie sich zurück ins Feld rollt, damit sie hier Zeit schinden kann, Daina Burma. Ei, ei, ei. Mit allen Wassern gewaschen, die Franzosin Daina Burma. Der Einwurf von Colombo kommt trotzdem an. Ja, El Eberhard. Eberhard gegen 2. Eberhard hält den Ball, aber Moron klärt. Nur bis zu Naya Glanzmann. Glanzmann wirft schnell ein zu Jana Brunner. St. Gallen gänzlich in der gegnerischen Hälfte. Sie spüren das Messer am Hals, das Damoklesschwert über den Kopf. St. Gallen hat nur noch 3 Minuten für den Ausgleich. Sandrine Moron geht dazwischen. Naja, Glanzmann. Glanzmann in die Tiefe, sucht Dörig. Korhonen klärt nur bis zu Dörig. Tuffaut. Und jetzt hier Jelencic. Risch macht Druck. Und irgendwie bekommt Ines Pereira noch weg den Ball. Daina Burma. Fast zum Volleyball. Colombo holt da noch gelb. Burma bleibt liegen. Der Frustrationslevel natürlich hoch bei den St. Gallerinnen. Burma macht zunächst etwas, das aussieht wie ein Handspiel. Dann ist es ja die Spielerin, die vorhin ins Feld zurückrollte. St. Gallen, letzte Saison hatten sie den Traum im Finale. Und dann wurden sie von Servette überrannt. Endet der Traum dieses Jahr schon im Viertelfinale? Endet er schon hier im Stade de la Fontenette. Noch 2 Minuten haben wir Zeit. Noch 2 Minuten. Schiedsrichter wird sicherlich aber auch diese Versorgungspause kompensieren. Dennoch, Marchand haut den Ball nach vorne. Imen Saoud haut drauf. Nichts geschehen. Böhi sei zu schnell unterwegs mit dem Abstoß. Muss wiederholt werden. Jana Brunner, die letzte Minute läuft an der 5. Nachspielminuten. Es wird sicherlich noch was drauf geben. Katharina Risch dreht sich weg. Eva Bachmann sucht am zweiten Pfosten Dörig, aber der Ball ist zu steil. Und Ines Pereira zeugelt die Gegenspielerin. Noch 30 Sekunden. Ines Pereira, wenn sie es vorhin schon nicht eilig hatte, hat sie es jetzt schon gar nicht
im Gewissen. Portugiesische Zeit bei Ihnen, Spreider. Serrano raus zu ihm, Saud. St. Gallen muss sich den Ball krallen. Wollen Sie noch einen letzten Angriff starten? Sie gehen an die Eckfahne, die Servetien. Abstoß. Nadine Böhi muss jetzt einen langen Ball fabrizieren. Wir sind schon über der Nachspielzeit. Die spielt kurz. Bernet, Noah Scherz. Scherz direkt zu Risch. Risch zu Baumann. Das ist der letzte Angriff. Larina Baumann hat etwas Zeit. Was macht sie? Fehlpass! Das Geburtstagskind mit dem Fehlpass, Larina Baumann. Und jetzt, ja jetzt wird es nicht mehr lange gehen. Serrano will gepflegt werden. Der Schiedsrichter sagt, ja komm, muss wirklich nicht mehr sein. Einwurf für Servette, für Daina Burma. Wir sind schon eine Minute über der 5, die der Schiedsrichter gegeben hat. Ein letztes Mal. St. Gallen, nein, das Spiel ist vorbei. Servette gewinnt dank Toren von Paula Serrano und von Sandrine Moron. Zwei entzückende Distanzschüsse. St. Gallen hat es probiert. Geraldine Es hat ausgeglichen. St. Gallen hat die Latte dreimal getroffen. Aber das Spiel, es ging zugunsten von Servette aus. Servette ist im Halbfinale. Der erste Halbfinalist. Wer wird sich Ihnen anschließen, den Servettien, nach dem Tor von Paula Serrano und dem Tor von Sandrine Moron? Geraldine S. hatte verkürzt, aber es hat nicht gereicht. Es gewinnt das knapp bessere Team mit dem knapp besseren Resultat. St. Gallen hat sich gut gezeigt, hat vor allem defensiv solide gearbeitet, aber das Umschaltspiel, das haben sie nicht so nutzen können wie in den anderen Partien zuvor. Deshalb Servette heute siegreich. Das war's fürs Erste hier aus dem Stade de la Fontenette. Ab 20 Uhr seht ihr dann bei uns auch hier Étoile Carouge gegen die Young Boys. Wir werden das Spiel dann auch live zeigen für euch und werden dann ermitteln, wer der weitere Halbfinalist ist. Dazwischen werden wir euch natürlich immer die Resultate aus Ostermundigen und aus Basel mitteilen. Da geht es ja auch noch um den Halbfinaleinzug. Ich danke euch für eure Zeit. Ich danke Servette und St. Gallen für das Vertrauen. Wir sind dann später zurück mit Carouge gegen die Young Boys. Was für ein Spiel. Gratulation an Servette, das ins Halbfinale kommt. Wahrscheinlich live auf Abseits Ende März. Also bleibt dran, abonniert uns hier auf YouTube, aber auch auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook, auf Soundcloud und auf Spotify. Das war's von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Nachmittag und sehe euch um 20 Uhr wieder zum Duell Carouge gegen die Young Boys.